In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Was, liebe Schwestern und Brüder, was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Christen zu sein und christlich zu glauben, hat ja immer auch mit Antwort geben auf entscheidende, grundlegende Fragen zu tun. Was also glauben wir, wer wir sind? Es lohnt sich, einen Moment darüber nachzudenken. Und Ihnen gehen vielleicht, ähnlich wie mir, wenn diese Frage vorgelegt wird, alles Mögliche durch den Kopf. Worauf will er denn hinaus? Was glaube ich, wer ich bin? In unserem Alltagskontext löst das gleich ein schlechtes Gewissen aus. Wir kennen diese Frage als rhetorische Frage. Eine Übersetzung des Satzes: Was bildest du dir eigentlich ein? Was glaubst du, wer du bist? Aber wenn wir diese Frage einmal wörtlich nehmen, als eine grundlegende Frage nach unserem Menschsein, nach unserer Person, nach unserem Dasein, unserer Existenz, was würden wir als Christen antworten? Der nächste Vorschlag wäre: Naja, wir haben Fastenzeit, wir müssen also sagen, irgendwie müssen wir jetzt was mit Sünde sagen. Wir sind Sünder. Das trifft es sicher ganz gut, aber es ist keine Antwort auf diese grundlegende Frage. Aber die Texte, die wir heute hören, liebe Schwestern und Brüder, allen voran das Evangelium, gibt uns eine Antwort auf diese Frage und vielleicht sogar eine sehr überraschende Antwort. Wir müssen nur den Mut haben, ein wenig neu auf diese Texte zu sehen und ihnen wirklich zuzuhören. Inzwischen gehen die wichtigsten Sätze der Evangelien, die wichtigsten Sätze Jesu fast unter in so einem Kirchenslang. Wenn von Liebe die Rede ist oder wenn von Erlösung die Rede ist, sind wir alles so gewohnt und wir hören nicht mehr hin. Ah, okay. Ein solcher Satz ist heute, wenn man so will, die Kernaussage des Evangeliums im Gespräch Jesu mit Nikodemus in der Nacht. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das ist für uns keine Neuigkeit mehr, leider Gottes. Aber wenn wir gerade auf das Johannesevangelium hören, dann kennen wir von diesem Verfasser auch andere Sätze. Sie kommen sogar hier in unserem Kontext vor. Das wahre Licht kam in die Welt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt? Gott liebt die Welt so sehr. Das ist etwas vollkommen Überraschendes. Gott, der diese Welt ins Dasein ruft und sie im Dasein hält. Er ist, so könnte man fast übersetzen, vernarrt in diese Welt.
Selbst wenn sie permanent vor ihm wegläuft, selbst wenn sie ihn ablehnt, wenn sie seine Liebe nicht erwidert. Gott liebt diese Welt. Und damit ist der Satz noch nicht zu Ende. Er liebt sie so sehr, dass er, und da ist leider unsere Übersetzung etwas missraten. Hier steht, so haben wir das eben gehört, dass er seinen Sohn dahingab. Dann denken wir gleich an seinen Tod, an sein Sterben. Aber das steht gar nicht im griechischen Text. Oder wir haben sogar eine erotische Konnotation, wenn wir an Hingabe denken. All das steht hier nicht. Es steht eine ganz nüchterne, kurze Bemerkung hier. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gibt. Er gibt ihn. Die Gabe Gottes an diese Welt, die Gott ablehnt, die ihn nicht aufnimmt, die ihn gar nicht will, die gar keinen Platz mehr für ihn hat, die Gabe Gottes ist der Sohn, ist Gott selber. Im Sohn gibt Gott sich selber in diese Welt, für diese Welt. Das Ziel, auch das verschweigt uns das Evangelium nicht, ist wie ein kurzes Glaubensbekenntnis, dieses Gespräch hier mit Nikodemus. Das Ziel ist Leben, ewiges Leben. Nicht als ein Fantasieprodukt von Menschen, die den Tod nicht ertragen könnten, die die eigene Hinfälligkeit nicht aushalten. Gott gibt nicht einfach ewiges Leben. Gott gibt den Sohn. Und damit gibt er alles, was er hat. Er gibt sich selber. Mehr kann er nicht geben aus Liebe. Deshalb ist unsere Aufgabe als Menschen, den Sohn neu anzunehmen, den Sohn zu entdecken, dem Sohn zuzuhören, sich ihm anzuschließen. Liebe Schwestern und Brüder, was haben wir anders gemacht in der Taufe? Wir gehören ihm schon ganz. Aber wie vergesslich sind wir als Teil dieser Welt? Gott gibt sich, er gibt alles. Am Anfang des Johannesevangeliums, in diesem großen Hymnus, in diesem Lied, hat uns der Evangelist gesagt, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Er will uns damit sagen, das Neue, das in die Welt gekommen ist, ist, dass diese große Lücke überbrückt ist. Mose ist der Überbringer des Gesetzes, der Hausordnung Gottes für diese Welt, wie Leben gelingen kann. Aber Mose ist eben nur der Überbringer. Gott selber schließt diese große Lücke jetzt, indem Geber, der gibt, der schenkt und die Gabe selber zusammenfallen, eines sind. Jesus sagt nicht nur Worte, Jesus verkündet nicht nur die frohe Botschaft, Jesus ist die frohe Botschaft. In seiner Person, in seinem Tun, in seinem Handeln, in seinem Leben, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen. Alles ist er. Er ist der Mensch, den Gott am Anfang in die Schöpfung geschickt hat, bevor er dann seine Freiheit missbrauchte und in die Sünde fiel. Und damit, wie die Schrifttexte uns so oft sagen, aus seiner Gnade fiel, von Seiten des Menschen. Aber und das sagt uns wie eine Grundmelodie, die Heilige Schrift. Gott liebt diese Welt. Er kann von dieser Welt nicht lassen. Trotz aller berechtigten Sorge, ja auch, so sagt es die Heilige Schrift, allem berechtigten Zornes. Aber er lässt nicht von dieser Welt. Er lässt nicht von diesem Menschen, der oft nur in sich selber verkrallt ist, seinen eigenen Wünschen und Ideen folgt. Christen versuchen es anders. Nicht, dass sie bessere Menschen wären, aber Christen haben ein Urbild in sich seit der Taufe. Christus selber, den neuen Menschen, ganz von Gott her, ganz aus Gott. Und dem gilt es nachzuleben, indem man auf ihn hört, indem man seinen Weg geht, indem man seine Handlungen nachahmt. Er ist das wahre Licht, das in diese Welt gekommen ist. Wer, glauben wir,
das wir eigentlich sind. Liebe Schwestern und Brüder, deshalb feiert mitten in dem großen Fasten vor Ostern die Kirche einen Sonntag, der Letare heißt. Freue dich, Jerusalem, freue dich, Kirche. Denn du bist der erste Adressat der Liebe Gottes, jede und jeder einzelne von uns. Und wäre das nicht wert, dass wir das gerade jetzt im Zugehen auf Ostern, in dieser großen Fastenzeit neu entdecken, uns selber aufschließen für diese gute Botschaft, für diese gute, freudige Nachricht? Ich bin Adressat der Liebe Gottes, weil Gott mich meint, gibt er mir seinen Sohn, damit mein Leben gelingt, damit es nicht endet, damit es nicht sinnlos aufhört in Leid, in irgendeinem krampfhaften Tod, beim letzten Atemzug, sondern dass es bleibt, weil es von ihm gemeint ist, von ihm gewollt und von ihm bewahrt ist. Nehmen wir das mit diese Woche, liebe Schwestern und Brüder, Adressat der Liebe Gottes zu sein. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Einzigen, sein Ein und Alles gibt. Und wir dürfen diesen Satz im Gebet oder im Nachdenken darüber, im Meditieren ruhig umformulieren. Gott liebt mich so sehr, dass er mir im Sohn alles gibt, damit mein Leben bleibt und gelingt.